gekommen zu einem neuen Video mit der Jenny auf dem YouTube-Kanal Golden Body Personal Training. Und zwar haben wir gesagt, ich sehe es zwar nicht, aber wir hocken hier auf, so, auf unseren Blüoboxen. Und wir haben gesagt, eigentlich könnten wir sagen, wir machen so einen Golden Lounge Talk. Jede Woche, vielleicht. Mal schauen. Oder jeden Monat. Und wir denken so ein bisschen mit Frauenthemen, dass wir irgendwie einfach so ein bisschen frei schwätzen, oder? Ich glaube, das wäre noch lässig. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann könnt ihr die einfach unten in die Kommentare schreiben und dann tun wir uns dem gerne annehmen. Heute geht es so ein bisschen ums Thema Wettkampf, Bühnenform. Jenny hat mir letztes Mal erzählt, ich glaube vor einer Woche oder so, so ein bisschen von ihrem Wettkampf, den sie damals gemacht hat, im Bodybuilding-Bereich. Und ich finde das so spannend und ich glaube, es wird so vielen Frauen auch helfen. Und darum habe ich gedacht, da reden wir heute mal über das, oder? Genau. Also sag mal schnell so ein bisschen grundsätzlich, wie lange ist es her, was hast du genau gemacht? Genau, es ist vor genau etwa 4 Jahren her. Ich habe in der Bikini-Klasse gestartet, und zwar 3-mal. Also ich wollte sicher einen grossen Wettkampf machen, das war der Universe. Wo? In welchem Land? In Südfrankreich. Ja. Und das war damals im Juni. Und vorher bin ich noch an 2 anderen Wettkampf, einfach so zum Erfahrung sammeln bin ich gegangen. Ja. Das waren kleinere, oder? Genau, ja. Ja. Genau. Und wie alt bist du, wenn du sagst, vor 4 Jahren? 22. Okay, genau. Alles klar. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich war viel im Fitnesscenter am Trainieren, einfach mehr aus Fun und sind wir halt gut da. Ja. Und aber schon Kraft? Oder bist du mehr, weißt, auf Ausdauer gewesen? Nein, Kraft schon. Ja, ja. Okay. Also das hat ja immer so ein bisschen Spass gemacht. Genau. Ja. Und dann hatte es eine Trainerin dort, die mich angesprochen hat. Sie hat einmal Wettkampf gemacht und sie hat mich gefragt, ob ich Lust habe. Sie würde mich vorbereiten und mir einen Trainingsplan schreiben, einen Ernährungsplan schreiben. Und ja, dann habe ich es mir überlegt. Hast du dich schon gewusst? Also weißt, hast du dich mit dem schon so ein bisschen befasst? Hast du überhaupt gewusst, was das ist? Nicht gross, nein. Ja. Also ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, dass ich das mal wird machen. Ja. Und ja, ich bin eher also jemand, der jetzt nicht gerade voll immer auf die Bühne geht oder mit vor der Kamera steht. So. Und darum war es aber eine neue Herausforderung für mich. Und ich habe das wie so gedacht, okay, komm, ich probiere das mal. Ich habe aber am Anfang nicht irgendwie gedacht, dass ich wirklich auf die Bühne gehe. Und ich habe einfach so gesagt, okay, komm, ich mache das mal, ich trainiere mal nach Plan. Ich war wirklich mega motiviert gewesen, ich esse nach Plan und ja, will schauen, was ich rausholen kann mit dem Ganzen. Und ja, und habe immer auch in der Training gesagt, ja, also ich weiß noch nicht, ob ich auf die Bühne gehe, ich schaue mal, wie meine Form ist, oder? Ja. Weil, ja, ich meine, es ist doch, du stehst auf die Bühne und präsentierst dich eigentlich im Bikini. Und ja. Eben, und dann sagen die, okay, du bist eine von der Letzten oder du musst wieder zurücktreten oder so, ich weiß nicht. Ja. Dann ist es halt also ein bisschen, okay, du bist zu dick oder ja. So. Dann ja. Könntest du es noch, ja, könntest du es so auffassen. Ja. Aber, ja, schlussendlich habe ich das dann gemacht. Wie war die Vorbereitung? Also die ganze Vorbereitung ist ungefähr. Kannst du vielleicht, darf ich noch fragen, wie viel Kilo bist du etwa gsi, wo du gestartet hast? Als ich beim dritten Wettkampf, als ich gestartet habe, bin ich 55 Kilo gsi. Das sind, ja, 55 Kilo. Ich bin 1,75 groß. Und also du bist schon mega schlank gewesen. Ja, ja. Und ja, eben, wenn ich dann zurückschaue, ja, sehr auch untergewichtig gewesen, ja. Was nicht mehr gesund war. Ich habe das aber dort gar nicht gesehen. Also jeder, auch Kollegen, Kolleginnen, meine Familie haben mir gesagt, du bist mega dünn geworden, iss mal und so. Oder meine Oma auch immer. Aber ich habe das wie nicht gesehen. Und du hast immer noch gesagt, nein, das muss noch weg. Oder dein Trainer hat gesagt, ah, nein, da musst du noch ein bisschen schauen oder so. Wir gehen noch ein bisschen runter mit den Kalorien. Musst du Erdbeere weniger essen, das kann ich mir gut erinnern. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Genau. Und mit wie viel hast du, weißt du, wie viele Kalorien dass du zum Start hast und wie wir runter sind? Ganz wie wir angefangen haben, weiss ich nicht mehr.
Es war aber unter 2000, gewesen, das ja. sicher. Und nachher, also gegen den Schluss, habe ich etwa noch 900 Kalorien gegessen. Krass. Mit Training. Was? Ja. Und oh. ja, das ist so gegen den Schluss. Wie lange ist die Vorbereitungsphase gegangen? Genau, die ist 6 Monate. Was? Mich, ja. Und wie ein langer Teil davon hast du von 900 Kalorien so gelebt? Weißt du das? Das war gegen den Schluss, dann gewesen, so vielleicht 2 Monate. Okay. Ja, aber gleich. Ja. Oh, krass, okay. Aha. Und sonst wahrscheinlich einfach auf 1200, 1500 Kalorien. Ja, ist das nicht genau auswendig. Ja. Oh, heftig. Ja. Wie hat das Training ausgesehen in diesen 6 Monaten? Training war 4x Kraft. Dann immer am Morgen, ich glaube auch 3-4 Mal in der Woche, immer am Morgen, vor dem Morgenessen, Cardio, also Ausdauer. Ja. Auf dem Stepper. Genau. Etwa 1/2 Stunde, 40 Minuten. Also das heisst, was hast du jetzt gesagt? 5x Ausdauer, 4x Kraft, sicher schon mal 9 Einheiten, nur durch Ausdauer und Kraft. Genau, ja. Und okay. dann, ich glaube, das ist dann gegen den Schluss so gekommen mit Intervalltraining. Ja, genau. Auch noch zusätzlich. Ja, sie hat mich dann auch noch gefragt, ob ich etwas mehr essen oder mehr ja. Ausdauer machen. Ja. Und meine Antwort war aber, was heute eigentlich ist, mehr essen, war, okay, ich esse lieber weniger wieder das Ausdauer ja. machen, weil ja. das war mir vielleicht schon zu viel, ja. ich weiß nicht. Ja. Ja. Okay. War je ein Thema, dass du noch etwas nehmen würdest, das vielleicht eher illegal ist? Nein. Weil ich in der Bikini-Klasse gestartet habe, ist das dort. Ja, also vielleicht auch, weil ich in dieser Klasse war, wo ja. jetzt die Leute nehmen. Ja. Also Fatburner und so? Nein. Was, es mal, also was ich mal gemacht habe, ist so ein Creme gsi, wo scheint bei der Hüfte so, ja. wo einem chli schneller macht. Ich weiß nicht, ob es nicht das ist. Bei 900 Kalorien. Du brauchst eigentlich nicht mehr viel. Ja. Oh, Scheiße. Genau. Ja, okay. Wie hast du das Gefühl, ist der mental gegangen in diesen 6 Monaten? Ich bin sehr motiviert gewesen, das stimmt. Mhm. Ich hatte Freude an dem und ich habe genau gewusst, ich mache das. Und nachher lasse ich, also esse ich wieder normal, ja. mich wieder in das Normale rein. Ja, die Leute um mich herum haben natürlich auch immer so ein bisschen Angst gehabt, kommt sie vielleicht sogar in eine Magersucht rein ja. oder ich weiß nicht, einfach ja. so. Kann ich auch verstehen, oder, wenn ich sage, ja. aber ich habe immer gewusst, okay, nein, dann ich freue mich aufs Essen, die mich kennen, ich esse gerne. Und aber ich habe das Willen so durchziehen. Ich bin motiviert gewesen. Ich hatte aber kein soziales Leben quasi mehr, weil ja. ich habe nur noch das gemacht. Ich bin arbeiten, heimgekommen. Du hast 100% geschafft? Ja, ja, genau. Trainiert, gekocht, was man halt so macht. aufgeschrieben, Posen lernen. Genau. Ja, es ist mir gut gegangen. Halt einfach das auch verzichten. Also ja. ich konnte es schon gut können, aber dann. Also in Ausgang bist du ja auch nicht mehr gegangen. Ja. Und ja, aber ich war froh, als ich es durchgehabt habe. Und ich habe auch so ein bisschen gesehen, dass es dort vor allem mega oberflächlich abläuft. Oder? Ja. Und ja, sie wünschen dir auch nicht, ganz blöd gesagt, ja, oder? Ja. Es ist ein egoistischer Sport, oder? Ja, voll. Ja. ja. Und hast du nicht das Gefühl gehabt, weißt, wenn du auf 900 Kalorien bist, hat sich etwas verändert? Also weißt du zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du dich weniger gut konzentrieren oder bist du vielleicht launisch gewesen, oder weißt, hast ja, du nicht gemerkt, dass es so ein bisschen an dir zehrt? Ja, ich war launisch und eben so Kommentare wie «Oh, du bist so dünn» oder «Hör doch auf mit dem, iss doch wieder mal etwas», das ist sehr, also das kennt auch jeder, der das mal gemacht hat oder wo man eine Diät macht, also solche Sachen nerven dich einfach, ja. oder? Ja. Aber ich kann mich dann gut auch immer wieder sagen, hey komm, ich mache das jetzt durch, ich ziehe es durch. Mhm. Das ist so, ja, da braucht man auch noch ein bisschen mentale Stärke, glaube ich. Ja, ich glaube es auch. Ja, und bei dir klingt es wirklich eigentlich mega echt von dem her einfach auch, weil du hast einen Tag gehabt oder eben die 3 Wettkämpfe, du hast gewusst bis dort an und nachher ist eigentlich, fängt das normale Leben wieder an, oder? Genau, ja. Wie war der Tag, sagen wir jetzt, von
wie hat es geheißen? Olympia? Universe. Universe. Genau. Wie war das? Also Universe selber war eine Katastrophe. Also, zuerst hat sie geheißen, ich mache nur den Wettkampf. Und wäre das mein einziger Wettkampf gewesen, dann keine Ahnung, hätte ich Panik vor Wettkampf. Wirklich? Also, ja. Weil dort starten natürlich auch ganz andere Leute, haben auch mehr Erfahrung. Also ich bin mit zwei Wettkämpfen, die ich vorher gemacht habe, dort habe ich teilgenommen. Und ja, es war einfach, also es ist eine kleine Bühne gewesen, und es sind keine Ahnung, etwa 20 oder 30 Teilnehmerinnen gewesen, und ja, halt auch also von jedem Land ein bisschen, oder? Und ich kann mich noch erinnern, so ein paar haben noch so einen Shot getrunken, oder? Dann sind es noch ein bisschen mehr. Ja. Auf jeden Fall ja, ist die Bühne relativ klein gewesen. Wir mussten alle uns präsentieren, alle mussten vorkommen, und es war recht eng gewesen. Also hast du immer wieder mal eine weggeschafft, ja. Und so. Und ich habe sogar gedacht, irgendwann gehst du vorne runter, oder? Es war wirklich schlimm gewesen, plus eben die Skiwerfer und alles. Ja. Und das Schlimme an dem Ganzen war, es ist den ganzen Tag gegangen, es waren verschiedenste Klassen, ja. Oder? Also von diesen Profis und so. Und die Bikini-Klasse ist am Schluss gekommen. Das ist halt immer so, dass, wie soll ich sagen, dass Teilnehmer bleiben, oder? Ja, das ist so die Klasse, ja. Die sie wollen. Ja. Genau. Und durch das habe ich den ganzen Tag natürlich nichts gegessen. Also du hast dann schon ein bisschen geladen, das hast du auch am Vortag gemacht. Sag mal schnell. Für die, die nicht wissen, was Laden ist. Genau, also du gehst, fährst eigentlich runter mit den Kohlenhydraten und an diesem Tag und aber auch am Vorabend, also ich habe es jetzt so gemacht, lädst einfach dich auf quasi mit den Kohlenhydraten. Also du füllst deine Speicher eigentlich auf, sodass du auch besser aussiehst an diesem Tag. Muskeln kommen führen und so Sachen. Ich kann auch einen Liter Glossé essen. Also ich hätte ins Fitness gehen, das darf ich auch sagen, an dem Tag vorher. Und bin nicht gegangen, weil es ist mir wirklich scheiße. Also ich hatte gar keine Lust mehr auf das. Es waren ja, noch diverse Sachen gewesen und ja, habe aber dann aus Frust das Glas gegessen. Ein Liter Schuhe. Ja, wirklich. Nein, es ist ein bisschen gestört, ja. Und ja, genau. Und dann an dem Tag halt, es ist wenig, also hast du dann einfach nur sonst die, ich glaube, Maroni haben wir mal noch gegessen, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, getrunken hast du nichts, oder? Und du bist dann den ganzen Tag dort, Südfrankreich. Das heißt, so trocken ausgesehen wie möglich, oder? Genau, ja. Und ja, natürlich ist der Eimer schlechter gegangen, ich habe richtig Kopf bekommen. Gar keine Lust mehr auf die Bühne. Aber ich wollte es natürlich durchziehen. Und ja, dann bist du irgendwann mal, also zuerst hat es geheißen, ja, jetzt kommen wir dran, es war Nachmittag um 2 Uhr. Okay, und dann bist du schon parat gewesen, bist angestrichen gewesen, da kommt schon so eine Farbe über, oder musst du dich anmalen. Das war so ein Ziel. Und ja, dann... ich glaube, das ist eine mega Kunst, gell, mit dieser Brüni. Weil irgendwie, also ich habe so auch von YouTube-Videos gesehen, was die für ein Zeug daraus machen, dass das ebenmäßig ist. Ich glaube, da kannst du stundenlang dran sein und das verreiben. Und ja, wir haben auch einen Tag vorher haben wir das schon angetan und dann musste so schlafen. Das war so komisch. Ein paar haben es einfach an diesem Tag gemacht, ja. Wäre sicher auch gegangen. Ja. Und ja, dann an diesem Tag, eben hat es am 2. können starten und so. Und es hat sich wirklich rausgezogen bis etwa 23:30 in der Nacht. Also, was? Ja, wirklich. Es war richtig schlimm gewesen. Und dann hast du den ganzen Tag früh auf, machst dich parat, oder? Und dann. Oh, krass. Ja, dann hast du wirklich keinen Bock mehr. Plus, okay, dann bist du dort drauf gegangen auf die Bühne. Dann eventuell bist du ein bisschen gesehen worden, vielleicht auch nicht. Okay. Ich war mega froh, gewesen, dass sie mich endlich rausgetan haben. Und mir war wirklich trümmelig, oder? Ja. Ich bin dann auch dort Steglerab, eine ist zusammengebrochen, auch als ich das gesehen habe, es ist mega viel schlecht gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, hey, komm, das hey, kommt gerade Hühner mit über im Fall. Ja, das ist voll nicht gesund, das will ich nicht machen und das unterstütze ich auch nicht. Und ja, keine Ahnung, es ist so, ja, es war für mich dort gerade okay gewesen. Ich kann es sehen, ja, voll. Ja. Und es war auch gut gewesen, vielleicht, wenn es mir dort noch voll gefallen hat, wäre ich jetzt vielleicht auch voll in dem drinnen, keine Ahnung. Aber dort ist es, ja. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, etwas zu essen, oder? Jetzt aber kommt der spannende Teil, oder? Ja. Okay, aber, also. Dann bist du in Südfrankreich und
ja, Mitternacht hat es nicht mehr offen gehabt, oder? Es ist wirklich so, okay, du hast schon ein bisschen mitgenommen, ich habe dann ein bisschen vorgekocht, ich habe mir Nudeln mit so Meatballs gemacht, ich habe mega Lust auf das, gar keine Ahnung, ich habe das sogar mitgenommen und noch so, so Muffins habe ich mir gebacken. Auf jeden Fall habe ich das aber nicht dabei gehabt, ich habe das im Hotelzimmer gehabt. Und mein Papi ist dort mitgekommen und ich bin dann mit ihm ein Restaurant gesucht und wir haben wirklich eins gefunden. Und, aber was es war, war so ein Seafood. Und ja. Ich esse kein Fisch, ich habe es nicht so gerne. Was ich aber gerne habe, ist Goze, also die Muscheln. Ja. Und da habe ich Muscheln gegessen mit Käse überbacken. Warst du nicht kurz schlecht? Und oder? Reis. Und ich glaube, es hat ein bisschen Gemüse gehabt. Aber ja, man, das ist alles Zigarette. Aber ich wollte einfach essen. Okay, und dann habe ich das gegessen. Sicher mal Muscheln mit Käse überbacken, wo du eh nie isst, erstens mal. Und zweitens, dein Magen, das einfach so, es ist wirklich, es ist mega schlimm. Also mir ist übel geworden, mir ist trümmelig geworden. Es hat alles wieder raus. Und ja, dann sind wir so, und ich bin todmüde. Also so völlig erschöpft. Ja. Und dann sind wir ins Hotel, dann bin ich schlafen und in der Nacht bin ich aufgewacht und es hat schon dort angefangen und ich dachte, okay, wow, ich kann ja wieder essen. Ich bin sogar aufgewacht in der Nacht und dann habe ich meine Schokomuffins gegessen und so völlig, ja, dann wieder geschlafen und so und am Morgen so, ich habe es geschafft, okay, weißt du, ich bin stolz auf mich, es hat mega Spass gemacht und ja, dann sind wir wieder zurückgefahren und dort habe ich eben da noch meine Pasta gehabt, habe ich die gegessen und ich habe gerade wirklich an diesem Tag angefangen zu essen und ich habe das wie wieder einfach alles aufnehmen, wieder alles Speicher füllen. Mega geschehen, obwohl ich wieder genug hatte, komm, ich gehe noch eine Pizza essen oder so, halt alles so, nein, ja. Aber es ist halt auch eben, weil also in den 6 Monaten, auch immer noch, auch nach dem ersten Wettkampf und so, hast du nicht so die Cheat Days gemacht, also hätte schon können, aber ich habe es nicht gemacht oder nicht dürfen machen. Ja. Wie viel bist du denn gewesen? Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Schlussendlich Wettkampfform kilotechnisch? 55 Kilo. Ah, und vorher? Genau. Ah, sorry, dann habe ich glaube etwas verwechselt vorher. Ja, nein, am Schluss bin ich 55 Kilo gewesen. Ja. Gestartet etwa mit 65. Ah, okay. Ja, gut. Genau. Und dann hast du wieder angefangen zu essen. Genau. Hast du dann irgendeinen Plan gehabt? Oder hast du, also weißt du, wie hast du wieder angefangen zu essen? Ja, das ist das, was mir gefehlt hat. Weil eben, also ich habe keine Ahnung gehabt, was ich muss essen muss oder wie ich, ja, schon klar, der Körper reagiert, wenn du zu viel isst, aber das hat es irgendwie abgestellt und ja, ich kann einfach, also weißt, hast du ein normales Hungergefühl gehabt oder hast du so können über dein, über die Gitter essen? Ja, ja, voll, also so. Ja, also es ist schon in meiner Familie so ein bisschen so. Sie können mehr essen, als sie eigentlich wollen, oder? Ja. Und habe ich schon auch so ein bisschen, einfach früher. Aber dort war es mega extrem. Und eben, komm, hast du aufgehört, so, ach komm, ich nehme noch ein bisschen Schoki oder ich weiß auch nicht, weil du hast das 6 Monate nicht gehabt und es ist völlig, du musst dir wie so ein bisschen erlauben. Ja, und du denkst eben auch so, komm, ich bin ja jetzt dünn. Egal. Und dann siehst du noch so auf Insta, schau, die sind so parat und die essen das auch. Ja. Oder? Und dann denkst du so, okay. Und wie schnell ist es gegangen, bis du nicht mehr so aussiehst? Ja. Lustig ist, es ist glaube ich schneller gewesen, als ich selber auch wieder gemerkt habe. Weil dann ist es so, schau, sie ist doch auf der Bühne gestanden, sie sieht gar nicht mehr so aus, oder? Ja, wirklich. Und dann so, ich bin wirklich etwa wieder 10 Kilo drauf auf der Waage. Innerhalb 2 Monate. Krass. Ja. Gut, sicher auch Wasser. Ja, aber, ja, genau, ja, das auch. Krass. Aber also ich habe mich wirklich dick gefühlt. Also weißt du, es ist wirklich, es ist dicker gewesen als vorher, wie du gesagt hast. Anders verteilt. Genau, und ich bin halt auch wirklich nicht unterstützt worden, was ich soll essen nach dem nach der ganzen Vorbereitung. Ja. Und ja, das kannst du selber eigentlich nicht kontrollieren. Also ich konnte es nicht kontrollieren. Ja. Und darum
Hast du Kontakt mit anderen, die auf der Bühne waren? Mit einer so ein bisschen, aber ja. Also so wie ich weiss von meinen Beratungen auch, ich hatte auch schon Leute gehabt, eben nach dem Wettkampf, die mega Mühe hatten, um wieder einfach in ein normales Essverhalten zu kommen, weil sie das Gefühl haben, eben, vorher haben sich so viel verboten und entweder haben sie mega Fressattacken oder sie getrauen sich auch nicht, eben wieder eigentlich normale Nahrungsmittel zu essen. Weißt, ist ihnen auch so gegangen? Sorry. Bei ihr, ich wüsste es nicht, aber sie startet auf jeden Fall auch nicht mehr. Es ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich gegangen wie bei mir. Sie hat aber mehr Wettkämpfe mitgemacht. Ja, wüsste ich jetzt nicht gerade. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist, um so ein bisschen zu sehen oder erwähnen, ist, man sieht ja immer wieder eben so ein bisschen die Fitnessmodels auf Instagram und so ein bisschen. Ja, doch, ich glaube, es sind teilweise auch eben Frauen, die in der Bikini-Klasse starten. Und man hat das Gefühl, die sehen das ganze Jahr so aus. Ich werde auch so aussehen, so shredded und definiert und alles. Du siehst nur an dem Tag so. Aber also. wie kann es denn sein? Weißt du, dass die immer wieder Fotos hochladen? Weil ich glaube, ich sage euch meine Theorie, ich glaube, dass sie, ich habe es auch schon bei jemandem beobachtet, dass sie in dieser Phase, wo sie so lean sind, ich sage mal in den letzten 2 Monaten wahrscheinlich, hunderte Shootings machen, sich fötteln und das alles dokumentieren. Weil mir ist oft aufgefallen, nachher in der Story, sind sie abgelegt, du siehst immer nur so ein bisschen bis da hin. Und die Fötter sind meistens nicht, weißt du, von jetzt. Sondern Fötter sind immer von damals. Genau. Und darum, vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, die Wettkampfform, das ist nicht eine Alltagsform, oder? Also das ist nichts, was du kannst heben. Also eben, weil du ja auch fast nichts zu dir nimmst und auch vor allem an diesem Tag nicht. Und du nimmst auch kein Wasser zu dir und schon klar war es vielleicht so nicht so gesund. Ja. Ja, das ist so, ja. Also ich denke, es ist wahrscheinlich ein mega spannendes Erlebnis, aber man muss es wie ein bisschen realistisch sehen, oder? Dass man einfach nicht. Also eben vor allem im Bodybuilding hat es ja dann die Definitions- und die Massenphase und eigentlich würdest du ja nach dem Wettkampf dann ziemlich bald in eine Massenphase rein, oder? Wirklich, also vor allem bei den Männern. Genau. Zum Kraft aufbauen, zum Muskelmassen aufbauen, zum nachher eigentlich wieder das Fett verlieren, oder? Scheiße ist einfach, wenn du Angst hast vor dieser Massenphase, oder? Ja. Oder eben, du hast schon gar nicht. Du hast eine Massenphase gemacht, ich ohne nachher. Genau. Also ich hatte auch Mühe, eigentlich wieder in das normale Essen zu kommen. Also, da ich dann eben so viel zugenommen habe, dann dachte ich, ja, komm, ich mache jetzt einfach wieder den Plan quasi. Ja. Aber das habe ich nicht mehr gemacht. Das ist so gedacht, okay, nein, das mache ich nicht mehr. Und durch das habe ich natürlich auch mehr über Ernährung lernen. Oder? Und habe dann auch ein paar Ausbildungen gemacht und habe mich selber ein bisschen schlau gemacht. Ja. Aber ich habe mir wirklich mega oft überlegt, so, das jetzt, oder was soll ich jetzt essen und so, das ist schon auch so. Was hast du das Gefühl, wie lange ist es gegangen, bis du wirklich kannst sagen, habe ich wieder normal gegessen nach dem Wettkampf? Normales Verhältnis zum Essen vielleicht auch? Vielleicht vor einem Jahr oder so. Wirklich? Ja. Und was hast du gesagt, vor 4 Jahren hast du den Wettkampf gemacht? Genau. Also 3 Jahre später? Ja. Krass. Schon heftig, hä? Aha. Wenn du denkst, ich habe immer wieder das Gefühl, es hat so viel gemeinsam mit einer Essstörung. Mhm. Also weißt du, das, was ich nach der Magersucht durchgemacht habe, habe ich das Gefühl, mache mega viel nach einem Wettkampf durch. Weil irgendwie, um überhaupt in die Wettkampfform einzukommen, drückst du dich ja ein bisschen in eine Essstörung. Ja. Oder? Also die Kalorienaufnahme ist eigentlich mega ähnlich. Genau. Vielleicht lässt du einfach sagen, es ist super, es ganz ist genau, super. Ganz genau, genau. Eben, vielleicht hast du einfach noch mehr Sport, oder? Aber ja, es ist mega heftig, die Parallelen auch, oder? Mhm. Und nachher solltest du eigentlich einfach so wieder rauskommen, weil eben nach dem Wettkampf, glaube ich, interessiert sich nicht mehr so viel für dich, oder? Nein. Also auch für einen Coach bist du eigentlich nicht mehr so attraktiv, vor allem, wenn du nachher nicht wieder einen Wettkampf machst. Genau, das ist so, ja. Mega spannend. Ja. Mega spannend. Ja, gibt es irgendetwas, was du abschliessend noch sagen zu dem? Oder weißt du, wenn das vielleicht jemand jetzt schaut, der eben sich so ein bisschen die Frauen als Vorbild nimmt? Mhm. Ja, eben einfach glauben nicht alles, was er auf Instagram sieht. Es ist wahrscheinlich auch nicht alles Gold, was glänzt, oder? Also man sieht häufig nicht hinter den Kulissen. Und ja,
So die, die das schon mal mitgemacht haben, wissen auch sonst noch so Probleme, was im Körper vorgeht, sage ich mal, was auch nicht sehr cool ist. Also was auch krasse Spätfolgen kann haben, ja, oder? Genau. Ja. Ja, einfach, dass ihr euch wohlfühlt, weil wenn ihr so etwas macht, ich glaube nicht, dass ihr langfristig so glücklich ja. sein könnt, oder? Ja. Und ja, und vor allem, also wenn ihr einen Wettkampf macht, sicher auch, dass ihr so Feedbacks von der Jury oder wenn ihr jetzt mal Letzte werdet oder so, dass ihr das einfach nicht persönlich ja. nehmt. Das heisst ja. nicht, dass du fett bist, hässlich bist oder so. Es ja. ist einfach, es ist mega, also ich bin jetzt wirklich nur an 3 Wettkämpfen gewesen, aber ich habe auch dort schon gesehen, okay, heute schauen sie mehr auf ein bisschen weichere Figuren, sag ich mal, ja. oder bei der nächsten, jetzt bei der Süddeutschen bin ich gewesen, haben sie mehr auf die Härte geschaut, oder ein bisschen mehr Muskeln. Ja. Und es kommt immer darauf an. Und du bist nicht, du schaffst nicht in allen Klassen ja. zu gehen, oder? Ja. Und, ja, einfach sich selber sein und das nie persönlich nehmen, weil das ist alles, das ist oberflächlich und ja. 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 Einfach sich selber sein. Super. Genau. Das ist ein schönes Schluss. Genau. Gut, also, ich glaube, Jenny hat uns sehr tief blicken lassen bei diesem Thema. Und danke für das. Danke dir. Und ich würde sagen, wir schauen, was wir als nächstes für ein Thema machen können, oder? Genau. Gell? Cool. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich mache immer so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.